Rund 10 Millionen Spieler konnten sich bisher für Blizzards Overwatch begeistern und da wundert es nicht, dass sich die Fans in Foren und auf anderen Plattformen über die Spielmechaniken des Shooters austauschen. Ein Grund für uns, euch einige Tipps und Geheimnisse zu offenbaren, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Das Stellungsspiel ist auch bei Overwatch sehr wichtig. Egal, ob es im Angriffs- oder im Besetzungsmodus ist, euer Held muss die richtige Position besitzen, um die Gegner schnell aus dem Spiel zu nehmen. Dabei sollte man vor allem beginnen, um Ecken zu denken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kennt prinzipiell die Laufwege der gegnerischen Mannschaft, warum also nicht in den Seitenwegen hinstellen und auf sie warten? Auch wenn man in der Rolle des Verteidigers steht, kann man sich ganz elegant neben die Ausgänge stellen und zumindest am Anfang der Partie für einige Überraschungsmomente sorgen. Ein weiterer Tipp ist die Eismauer von Mei. Sie wird gerne genutzt, um die gegnerischen Teams zu spalten oder erst einmal ein scheinbar unüberwindbares Hindernis darzustellen. Doch geschickt platziert, verhilft man so auch weniger mobilen Helden zu einer erhöhten Position, von welcher sie dann ordentlich aufräumen können. Wer häufiger gegen Bastion spielen muss und gegen den Helden kein Mittel findet, dem sei folgender Tipp ans Herz gelegt. Der Roboter besitzt im Geschützmodus eine gravierende Schwäche. Hinter ihm ragt ein viereckiger Energiekern heraus. Schießt man nur auf diesen Kern, verdoppelt sich der Schaden und er fällt schneller auseinander, bevor er die Chance hat, sich umzudrehen, um euch ins Visier zu nehmen. Oftmals sind es nur wenige Sekunden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Nachladen der eigenen Waffe kann sich dabei im falschen Moment als fatal herausstellen. Wer diesen Vorgang ein wenig beschleunigen möchte, kann zumindest bei Reaper direkt nach dem Betätigen der Nachladefunktion einen Nahkampfangriff ausführen und siehe da, die Waffen sind wieder voll geladen. Bastion hingegen ist im Geschützmodus schneller mit neuen Kugeln ausgestattet, wenn er sich in den Transformationsmodus zum Roboter begibt und direkt danach wieder als Geschütz aufstellt. So kann man notfalls doch noch einen schnellen Positionswechsel einleiten. Ein ebenso beliebter Held ist der Ninja Genji. Neben Shurikens und seinem Katana besitzt er vielleicht die stärkste Attacke im ganzen Spiel und das mit seiner defensiven Fähigkeit. Mit Reflektieren lassen sich feindliche Geschosse schnell zurückschleudern und verursachen an den Feinden den entsprechenden Schaden. Ideal, um Bastion im Geschützmodus schnell den Garaus zu machen. Was viele aber nicht wissen, wirklich fast jedes Geschoss lässt sich zurückschleudern, inklusive der ultimativen Fähigkeiten des Gegners. McCree und Pharah fallen somit binnen Sekunden. Schleudert man Mays wetterverändernde Drohne oder sogar Hansos Zwillingsdrachen zurück, dann arbeiten die fortan für das eigene Team. Selbst das biotische Feld vom Soldier 76 kann zurückgeworfen und für die eigene Heilung genutzt werden. Es empfiehlt sich also, auszuprobieren und notfalls immer die Taste für das Reflektieren zu aktivieren. Zuletzt haben wir noch einige Tipps bezüglich der Karten. Auch hier besitzt man viel Spielraum für Erkundungen. King's Row besitzt gegen Ende der Eskorte einen strategisch wichtigen Punkt. An dieser Stelle kann man unter dem großen Kern hindurchfliegen und so Feinde von hinten beackern. In der ersten Runde von Ilios kann Lucio hingegen in der Mitte der Grube an der Wand entlangfahren. Das ist sehr hilfreich, wenn man sein Team dauerhaft heilen oder einen Temposchub geben möchte oder auf Verstärkung wartet. Zumal nicht jeder Feind direkt in das Loch schaut und der Spieler so den Punkt halten kann. Daher heißt es immer, erforscht die Karte und habt den Mut, etwas auszuprobieren.